Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Daisy, der Mod von Arma 2, in der es ums Überleben geht. Heute ganz alleine mit mir, dem Max, und zwar ist das heute nur eine Testaufnahme, ja, und zwar möchte ich denn testen, ob ich denn quasi nebenher vom Daisy Zocken auch noch mit meiner Kamera aufnehmen kann. Und what the fuck, der UAZ ist weg. Der UAZ ist weg. Ich glaub's nicht. Der UAZ, der kann nicht einfach weg sein. Wir haben, Alter, ohne Spaß, ihr müsst euch das geben. Gestern war der Livestream, also jetzt hier bei der Aufnahme, war gestern der Hangout. Und da haben wir quasi danach noch weitergezockt. Und waren hier halt, und hier spawnt der UAZ, ne? Und waren dann, Alter, wir waren so krass unterwegs. Wir sind dann nach Polana runtergelaufen, haben dort gefahren. Haben, und uns hat noch zum Schluss ein einziger Reifen gefehlt. Dann hat Aki hier den Traktor gefunden und ist dann runtergefahren nach hier Factory. Ja, und dann hat er da nichts gefunden, ist nach Solnici, hat nichts gefunden, ist dann nach Berenzino an Hafen, hat hier nichts gefunden, ist nochmal zurück zu Polana, hat wieder nichts gefunden, dann ist er hier nach Quarry, hat nichts gefunden, auch der V3S stand nicht da, ja, dann ist er nochmal zurück und hat nichts gefunden hier und ist dann nochmal zu Polana, hat nichts gefunden und dann ist er noch weiter zu Gorka, hat hier nichts gefunden und hier nichts gefunden, wo eigentlich auch noch was spawnt, ja. Ja, und dann instant Arschfick, dann haben wir gesagt, nö, wir gehen jetzt auf, scheiß drauf, keine Ahnung was, entweder hat Aki jetzt zwischendrin wieder gespielt, aber das glaube ich eher nicht. Oder jemand anders hat sich den fit gemacht. Und das ist ja jetzt echt hart. Das in so kurzer Zeit jemand einfach mal sich den UAZ fit macht. Was zur Hölle. Ja gut, nice one, bitches, nice one. Gut, ich würde erst, also das ist jetzt so ein Testaufnahme. Ich habe mir auch gedacht, ich mache meinen Bildschirm so eher schwarz, also meine Kamera eher schwarz-weiß. Ich weiß nicht, schreibt mal in die Kommentare, ob wir das vielleicht eher farbig wollen oder eher schwarz-weiß. Beim normalen Daisy Let's Play werde ich das jetzt nicht machen. Ich weiß noch nicht, wann ich das vielleicht mal einsetzen werde, dass ich das für die Kamera mache. Oder generell, vielleicht nervt es euch ja auch, wenn die Kamera mit drin ist. Deswegen schreibt das mal in die Kommentare, ob ihr das gut findet oder nicht gut findet. Wie viele Player haben wir noch im Server gerade? Ein paar. Oh, Heiko sagt mir was. Jimmy Bango sagt mir vor allem auch was. Na gut, was mache ich jetzt? Werde ich jetzt, weil ich bin alleine jetzt gerade, ne? Was ja logisch ist, weil ja Aki nicht da ist, ja. Werde ich jetzt hier runtergehen und mal nochmal checken, ob der V3S da steht. Aber das ist, glaube ich, relativ weit von hier, ne? Das sind irgendwie 6000 Meter oder sowas. Ja, genau 6000 fast. Was Produktives vielleicht machen. Ich könnte gucken, ob das Zelt hier da steht. Doch, komm, ich guck mal, ob das Zelt da ist. Sieht mit Essen und Trinken aus. Ach stimmt, es sah so aus, dass ich mir, genau, ich habe hier von 4 und hier habe ich nochmal 5 insgesamt. Nee, es sieht nämlich so aus, dass ich mein Essen, ich habe kein Essen mehr. Trinken habe ich nur noch 2. Genau, trinken habe ich nur noch 2. Warum habe ich hier keinen Trinken im Inventar? Naja gut, das heißt, wir müssen auf dem Weg dorthin auf jeden Fall nach Tierchen schauen. Ich finde es ja creepy ein bisschen, dass das da weg ist. Finde ich ja etwas komisch und doof und so. Weil, ja. Genau, und zwar habe ich die Kameraeinstellungen von, die Facecam-Einstellung habe ich halt so gewählt, dass es quasi hauptsächlich schwarz-weiß ist, aber wenn ihr im Hintergrund seht, die Bilder, die sind dann noch ein bisschen farbig. Das heißt, ich habe den Kontrast etwas angehoben und habe dadurch sofort auch die Farbbalance halt eher runtergetan, dass quasi, ja, dass es halt schwarz-weiß ist oder schwarz-weiß, ja. Deswegen, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr erstens die Kameraeinstellung gut findet und zweitens, meinen Daumen sieht man gar nicht, weil es so krass überbelichtet ist. Also, ob ihr erstens die Kameraeinstellung gut findet und zweitens, ob ihr generell Facecam wollt. Wenn wir dann Facecam machen, dann werde ich mich noch um so einen schicken Rahmen bemühen. Ja, quasi, vielleicht kann ich selber einen machen, weiß ich nicht. Boah, so ein Hacker, what the fuck. Nee, weil das ist halt relativ wichtig, ob ich Facecam machen soll oder nicht. Beziehungsweise halt, ob ihr das denn überhaupt mögt. Weil wenn ihr nämlich sagt, nee, mögen wir nicht, keine Ahnung, das ist scheiße, dann... Ja, aber ich stelle mir das halt ganz cool vor, dass quasi, also Facecam halt beispielsweise, wenn wir gerade irgendein Battle haben oder so, scheiße, keine Ahnung was, oder generell, wenn wir irgendwie wieder 500 Meter laufen und dann mit der Facecam irgendwas rumspasten oder sowas,
stelle ich mir so ganz lustig vor oder so unterhaltsam oder unterhaltsamer auf jeden Fall als so. Sonst, deswegen schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das wollt oder nicht. Ne? Gut. Ja. Dann laufen wir mal ein bisschen nach dort und drüben. Hier haben wir nichts. Ja, dann auch nochmal mit Aki, mit dem zusammenspielen. Es entsteht eh die ganze Zeit in irgendeinem Gespräch, auch wenn wir reden. Ja, auch wenn wir reden, auch wenn wir laufen. Und dann muss ich jetzt nicht irgendein Bullshit labern, ja. Aber wie schon gesagt, also eigentlich, das ist eigentlich nur eine Testaufnahme, ob es überhaupt funktioniert. Weil, wenn ich Minecraft aufnehme, ja, und nebenher mit der Facecam, dann funktioniert das nicht, ja. Weil Minecraft irgendwie so viel Ressourcen frisst. Ich weiß nicht, weil dann spackt nämlich die Facecam rum. Allerdings, wenn ich jetzt DayZ aufnehme, ich sehe es gerade auf meinem Bildschirm, es geht auf jeden Fall. Also, ich kann aufnehmen und nebenher. Okay. Ich kann aufnehmen und nebenher auch mal die Facecam aufnehmen. Moment mal, erstmal laufen wir an Oldfields, laufen wir an Ding vorbei. Wo laufen wir jetzt eigentlich hin? Laufen wir hier hin, ne? Ah ne, das ist hier drüben, ne? Ja, dann scheiße ich da mal drauf. Okay. Bluttechnisch geht's noch bei uns, aber trotzdem brauchen wir ein Viech. Eine Kuh wäre awesome. Dann können wir jetzt erstens ein bisschen hochheilen und zweitens habe ich dann noch wieder Essen in der Tasche. Auf der Dash. Ist Dash Tasche? Weiß ich gar nicht. Ist Dash Tasche? Weiß ich gar nicht. Ist Dash Tasche? Ist Dash Tasche? Dash ist Tasche. Tasche ist Dash. Wow, nein, nicht Night Vision. Sorry, ich wollte eigentlich das hier machen. Wo kann man denn am optimalsten die Facecam reinhauen? Eigentlich oben links, oder? Ins Bild. Weil oben rechts ist noch die Anzeige, die vor meinem Magazin ist. Ich habe oben links ist eigentlich gar nichts, ne? Theoretisch oben links, oder? Wenn ich jetzt Map mache, ist da nichts. Wenn ich jetzt Inventar gehe, ist da nichts, oder? Ne, oben links ist eigentlich ganz gut. Okay. Na, dass ich das schon mal weiß. Ihr könnt mir auch sagen, falls meine Fresse irgendwie zu nah dran ist und ihr wollt, dass meine Fresse weiter weg ist quasi oder näher dran noch ist, keine Ahnung, müsst ihr mir sagen, kann ich halt alles noch einstellen und so weiter, aber ja, das sollte ich halt wissen. Ich weiß nicht, also ich hab's mal so gemacht, weil, ja, ich glaube, es ist so ganz okay oder so, ich weiß nicht, hab mal. Okay, ich sollte mich auf den Sieg konzentrieren. Ich sehe hinten irgendwo ein Typ chillt und dann ja, haut er mich erstmal weg, ja, das war nicht so geil. Gar nichts mehr zu trinken hier. Weil, also aktuell ist jetzt gerade 13.28 Uhr und wir sind heute um 4 Uhr morgens oder so. Wir sind wir pennen gegangen. Weil wir wollten eigentlich um 2:30 oder so schon schlafen gehen. Schon. Aber ja, keine Ahnung, irgendwie mal wegen dem Reifen und so weiter. Da war so lang wach einfach nur. Das war so unnötig. Und einfach uncool die Heizung anmachen hier nebenher. Weil es etwas kühl ist, 19,8 Grad Celsius. Aber was sein kann, ist, dass auf dem Berg, wo ich hinlaufe, weil ich laufe hin wegen dem Zelt, ja, weil wir da halt das Zelt. Warte mal. Nee. Okay, weil das Zelt habe ich noch im Auto drin gelassen. Jetzt habe ich kein Handy und kann das Archie nicht schreiben. So eine Scheiße. Ja, egal. Motherfucker! Ja, nee, ich bin Spacko. Meine Augenbrauen juckt. Augenbrauen, Augenweiß. Ja, okay. Nee, weil dann werde ich, nee, das sage ich jetzt noch nicht. Ja, wenn es bei euch gut ankommt mit der Facecam, dann sagt mir das, ne? Weil dann muss es ja wissen, so ein bisschen. Und ja. Ne? You know what I mean. So. Jetzt aber auch keine Heli-Crash-Zeit. Ich höre keine Autos, ich höre keine Helis. Nicht. Nada. Um.
wir haben zweimal trinken und nichts zu essen. Ja, hat eigentlich nichts mehr zu essen, ne? Das ist das Problem, was wir gerade verfolgen. Das ist das Problem, was wir gerade haben. Als ob jetzt nicht irgendwo ein Tier chillt. Wollt ihr mich eigentlich trollen, oder was? Jungens. Jungens. Aber ich find's krass, dass jemand den UAZ schon wieder fit gemacht hat. Ich meine, what the fuck? Aber gut. Ja, schwer hat er es ja nicht, ein Auto fit zu machen, ne? Weil wir haben alles gefunden fürs Auto, alles. Wir haben Engine gefunden, wir haben Fuel Tank gefunden, wir haben 3 Reifen gefunden, wir haben Scrap Metal gefunden und so weiter. Das haben wir alles ins Auto gepackt, glaube ich, abends noch. Weißt du, im Auto war auch ein Zelt drin, aber wir hatten einfach keinen Bock mehr, jetzt mit dem Zelt extra loszugehen. Nochmal zusätzlich nachts um 4, wo wir schon irgendwie 12 Stunden Daisy gezockt haben an dem Tag. Ja, und dann noch mit dem Zelt extra irgendwo hingehen und dann mit dem Stuff und dann wieder umlagern und dies, das und bäh. Deswegen war das irgendwie ein bisschen doof. Ich find's ja krass, dass der Zombie sich bemerkt hat. Finde ich jetzt mega krass. So, komm, schon ist irgendwo eine Kuh, oder? Ja, cool, anscheinend ja nicht. Hammer. Ja, nicht mal ein Schaf oder ein Schwein oder was weiß ich was. Ja, nicht. Das ist doch Schwur. Aber es gibt sehr fleißige Leute auf dem Server. Allerdings, also. Das ist krass. Fleißiger als unsere Wenigkeit. Mein Socken rutscht. Mein Knie steht mir bei. So. Nee, ich sitze manchmal echt so verkrüppelt einfach da, weil ich das einfach total cool finde. Okay. Ich hab kein Boot. Wie der Kerner. Ah, da sitzt im Boot. Ja, nee, das ist cool, wenn ich sowas mache, weil das macht die Sache besser und ja. Nee, wenn ich den Facecam mache, dann werde ich auch das hier wegmachen. Also ich habe auf meiner Zeit Bildschirm gerade, ist noch offen, dass ich mich selber sehe. Das werde ich dann wegmachen, weil sonst bin ich extrem abgelenkt immer. Also von meiner eigenen Fresse werde ich dann abgelenkt, ja. Das will ich nicht, ja, nee, wisst was ich meine. Kein Viech! Ich glaub's ja gar nicht, Alter. Kein beschissenes Viech. Was zur Hölle? War jemand hier abschlachten gerade über die ganze Welt, oder? Warum laufe ich eigentlich mit meiner PDW? Das geht viel schneller. Ich bin auch so ein Spasti. Spasti, Hasti. Spasti, Hasi. Deine Mutter. Und dein Vati. Spasti, Basti. Hasi, Masi. Deine Mutter. Und dein Vati. Spasti, Hasti, Basti, Basti, Lasti, Kasti, Fasti, Fati. Ja, okay, ich lass es. Nee, mir ist gerade nur langweilig, ich werde im Laufen. Der sieht mich jetzt bestimmt, oder? Ja, renn erstmal in die andere Richtung, dummer Homo first. Wo rennt der hin? Ja, nee, der muss erstmal umdrehen, weil sein Wendekreis so groß ist, oder? Spackenzombies, Alter, ganz ehrlich. Naja. Aber ich meine, theoretisch ist es ja so, dass auf dem Berg da oben so gut wie immer irgendwelche Tiere sind.
Aber ganz ehrlich, ich kann vermuten, wie mein Glück gerade steht, dass da kein Tier ist. Rennt er jetzt eigentlich noch hinterher oder nicht? I don't know, I don't care, Red Hair. Gut, dann aber auch Wildschweine sehen wir hier gar nicht, ne? Wo Wildschweine eigentlich schon selten sind, das glaube ich wirklich so, aber ich kann ja schon mal eigentlich Holz mitnehmen, oder? Harvest Wood. Ja, hier mitten irgendwo, wo kein Baum ist. Also, es sind schon Bäume, aber halt nicht direkt neben mir. Ne, you know what I mean. Okay, Woodpile. And you know when we take the woodpile and there we go. Okay, gut, haben wir jetzt schon mal Holz. Das ist schon mal nicht schlecht. Nee, Holz ist cool. Nur coole Leute haben Holz. Die uncoolen haben kein Holz. Ich frage mich jetzt gerade, wie ich das jetzt mache, weil ich habe jetzt nämlich schon 16 Minuten aufgenommen. Und es soll nur eine Testaufnahme sein. Wie machen wir das denn jetzt? Weil ich will im Endeffekt jetzt keine 20 Minuten hochladen oder keine 30 oder keine Stunde oder sowas. Aber nur eine Testaufnahme machen, wie das jetzt klappt hier mit der Webcam. Nee, Leute, dann machen wir es so. Dann beende ich jetzt die Folge, beziehungsweise die Testaufnahme. Und dann sehen wir uns in einem anderen Part wieder. Und ja, keine Ahnung. Tschüss. Bis dann.